Moin und herzlich willkommen zu diesem Videoclip über die Baumschulversuche der Lehr- und Versuchsanstalt Bad Zwischenahn. Mein Name ist Heinrich Belz, ich bin Versuchsleiter für den Bereich Baumschule der LVG Bad Zwischenahn der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Leider musste wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr unser Baumschultag ausfallen. Als Ersatz nun dieser Videoclip, der ein Bild über unsere Versuchsarbeit vermitteln soll. Dank der umfassenden Hygienemaßnahmen sind bei uns zum Glück alle gesund geblieben und wir konnten alle Versuche in gewohntem Umfang durchführen. Wir haben wieder rund 70 Versuche in diesem Jahr, die in enger Zusammenarbeit mit dem Baumschulberatungsring, dem Pflanzenschutzamt Niedersachsen und anderen Fachleuten durchgeführt worden. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle. Wie in den vergangenen Jahren ist ein Schwerpunkt unserer Versuchsarbeit die Reduzierung des Torfanteils in unseren Kultursubstraten. Zu diesem Themenbereich sowie zur Automatisierung von Düngung und Bewässerung laufen mehrere Projekte bei uns. Hallo, ich bin Jan Pinski und ich bearbeite das Projekt Predictive Plant Production, kurz PPP. Das könnte man frei mit voraussagbarer Pflanzenproduktion übersetzen. Das Projekt findet vom März 2021 bis zum April 2024 statt. Und dabei im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft Produktivität und Nachhaltigkeit, EIP Agri. Die Projektförderung stammt aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums. Im Kern beschäftigen wir uns damit, die Wachstumsbedingungen von Freiland-Containergehölzen zu erfassen, um mithilfe von künstlicher Intelligenz oder auch KI Handlungsempfehlungen in den Bereichen Bewässerung und Düngung geben zu können. Dazu werden zunächst Bodensensoren, welche mit LoRa-Technik senden, im Substrat installiert, welche die Bodentemperatur, die Bodenfeuchtigkeit und den EC-Wert messen können, also den Salzgehalt. Außerdem beziehen wir die Wettervorhersage und die Daten einer lokalen Wetterstation mit ein, worunter Niederschlag, Sonneneinstrahlung und Lufttemperatur fallen. All diese Daten fließen dann gemeinsam mit den gleichzeitig erfassten Wachstumsparametern der Pflanzen, also Pflanzenhöhe, Pflanzenbreite oder auch Frischmasse, bei der KI zusammen, welche dann die Zusammenhänge zwischen Wachstumsbedingungen und Wachstum erlernen kann. Dies ist sinnvoll, da die KI dann auch bei dem individuellen Betrieben vor Ort eine sinnvolle und eigenständige Handlungsempfehlung für Düngung und Bewässerung machen kann. Gegebenenfalls wäre auch eine Automatisierung denkbar. Die Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Bewässerung oder die Düngung per Computer angesteuert werden können. Da das Projekt erst vor kurzem gestartet ist, befinden wir uns aktuell noch bei der Auswahl des richtigen Sensortyps. Dazu testen wir verschiedene Modelle. Darunter befinden sich bereits praxisreife Systeme wie das von PlantCare oder eine modifizierte Version des Feldfeuchtefunks, aber auch einzelne Sensoren mit unterschiedlichen Messprinzipien kommen zum Einsatz. Abschließend richten wir noch die notwendige Funkinfrastruktur ein, damit die gemessenen Daten auch versendet werden können. Hallo auch vom Projekt TOSPA. Mein Name ist Inga Binner und ich bin die Gesamtkoordinatorin in dem Vorhaben. TOSPA, das ist die Abkürzung für das Modell- und Demonstrationsvorhaben zur Praxiseinführung von torfreduzierten Substraten in Baumschulen. Das Vorhaben wird gefördert durch das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung. Bei TOSPA gehen wir der Frage nach, wie unter Praxisbedingungen hochwertige Containergehölze auch in stark torfreduzierten Substraten produziert werden können. Die beiden Landwirtschaftskammern Niedersachsen und Schleswig-Holstein unterstützen dazu 10 Demonstrationsbetriebe in den beiden Modellregionen Ammerland und Pinneberg bei der Umstellung ihrer Substrate. Dies soll über 3 Vegetationsperioden geschehen. TOSPA ist im August 2020 gestartet und die 10 teilnehmenden Demonstrationsbetriebe haben in diesem ersten Kulturjahr schon sehr erfolgreich torfreduzierte Substrate eingesetzt. Und sie sind auch sehr zufrieden mit dem Pflanzenwachstum in den neuen Substraten. Hallo, ich bin Mario Reil und arbeite in dem Projekt Tokuba. Tokuba steht für Torfersatz und Kulturführung in Baumschulcontainerkulturen. Das Projekt läuft von März 2021 bis Dezember 2023 und wird vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz gefördert. Die Versuchsschwerpunkte im Projekt
sind die Stickstoffimmobilisierung und die Absenkung der pH-Werte in torffreien und torfreduzierten Substraten. Zur Auslastdüngung verwenden wir dieses Jahr verschiedene organische und mineralische Stickstoffdünger, die wir zu Anfang als Vollbevorratung mit in das Substrat eingemischt haben. Im Zuge der pH-Wertabsenkung haben wir verschiedene Schwefelprodukte getestet, zum Beispiel das Schwefelpulver, Schwefelgranulat oder Schwefellinsen, die wir auch zu Beginn des Topfens mit ins Substrat eingemischt haben. Im Projekt werde ich unterstützt von meiner Kollegin Anna-Maria Burger, die regelmäßig die Kulturen beprobt und die anfallenden Kulturarbeiten durchführt. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Versuchsarbeit ist der Ersatz ummantelter Depotdünger durch organische Dünger. Wir haben in den letzten Jahren damit schon recht gute Erfahrungen gemacht. Außerdem befassen wir uns in den Versuchen zum Beispiel mit Maßnahmen gegen Lebermoos in der Vermehrung, gegen Schrotschuss an Kirschlorbeer und gegen Blattfallkrankheiten an Rosen. Die größte Aufmerksamkeit erregt wohl die Sichtung neuer widerstandsfähiger Buchsbaumsorten. Darunter sind auch die neuen Sorten der Betabuxus aus Belgien und der NewGen aus den USA. Liebe Berufskolleginnen und Berufskollegen, soweit unsere diesjährigen Baumschulversuche in Kürze. Wir hoffen, dass wir uns im nächsten Jahr wieder persönlich treffen können, die Versuche vor Ort anschauen können und uns austauschen können. Darauf freuen wir uns und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute. Vor allem bleiben Sie gesund.